Also Sie haben ja wahrscheinlich schon gemerkt, vor allem an der Einführung von Stefan Pauleit, dass diesem Weinstefaner Forum mehrere subtile Choreografien sozusagen zugrunde liegen. Ja? Und die eine ist natürlich offenbar die, dass wir hier einerseits immer sozusagen den Bad Prof und dann wieder den Good Prof haben, also derjenige, der sozusagen als Positivist oder Optimist sagt, hat sich in den letzten Jahren dramatisch vieles zum Besseren verändert. Und deswegen macht unsere Arbeit auch immer noch Sinn, aber vielleicht auch noch mehr Spaß. Und dann der Bad Prof, der dann doch wieder feststellt, dass wir in der Gesellschaft mit unseren Anliegen viel zu wenig wahrgenommen werden. Von denen wir ja tatsächlich hören, dass diese Anliegen berechtigt sind und dass diese Anliegen auch in den letzten Jahren immer größer geworden sind, was also die globalen Aufgaben angeht. Dieses Größerwerden. Das ist tatsächlich einerseits die Aufgabe, die meine Professur seit 2005 innehat. Das geht zurück auf Entwicklungen in der Landschaftsarchitektur, die sich vielleicht schon im Jahre 1840 mit den Lenné'schen Planungen für große neue Stadtorganismen sozusagen in München und Berlin irgendwann mal entwickelt haben, die aber zuletzt aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stammen, als Ian McHarg in Amerika beschrieben hat, wie Landschaftsarchitekten eigentlich doch Lösungen für große gesellschaftliche und Umweltprobleme und vor allem aber auch Umweltprobleme in Städten entwerfen können. Und ich glaube, dass damals Peter Latz aus dieser Folge Ian McHarg und James Corner geschlussfolgert hat, dass die Landschaftsarchitektur auch in Weinstefan eine weitere Professur braucht, die also sich nicht nur auf das großräumige Entwerfen sozusagen traut, das haben die Lehrstühle vorher auch schon getan, sondern die also das auch als expliziten eigenen Arbeitsauftrag sich annimmt. Diese Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume hat also dann seit 2005 versucht, in ein Terrain einzudringen, das in Deutschland speziell eben doch stark bereits sozusagen besetzt ist. Und da fange ich jetzt mit dem Bad Prof an, zu versuchen, etwas Salz in die Suppe zu streuen. Ich kann also sagen, dass dieser Bereich, von dem wir hören, wir haben es auch gerade wieder am Beispiel der Energiewende gehört, der großen Widersprüchlichkeiten, die darin existieren, auf die ich auch gleich noch mal kurz eingehen will, weil das auch ein Schwerpunkt unseres Faches ist. Also, dass diese Herausforderungen eben tatsächlich in Deutschland bewältigt erscheinen. Das ist nämlich durchaus eine der Folgen des großen Erfolges unserer Profession in den letzten Jahrzehnten, die Institutionalisierung des Umwelt- und Naturschutzes in unseren Planungsverfahren, die aber dazu führen, dass wenn was ganz Neues kommt, nämlich eine Energiewende, die tatsächlich Fläche braucht, die auf Landschaft neu zugreifen muss, dass das dazu führt, dass wir ja im Grunde genommen uns einem Planungssystem gegenübersehen, das den zu Gutenberg sozusagen eigentlich durchaus entspricht. Die Logik ist nämlich, wir müssen in Deutschland die schönen in den 70er, 80er Jahren mit Schutz, mit Bann belegten, geretteten Landschaften sozusagen jetzt auch gegen die Energiewende verteidigen. Dabei aber vergessen, dass dieses dazu führt, dass dann insbesondere die Windenergieanlagen wohin kommen, immer näher an die Menschen heran. Und das führt dazu, dass wir ein Akzeptanzproblem bekommen. Jetzt ist es nicht der Ansatz meines Fachgebietes, sozusagen einseitig auf die andere Seite zu springen und zu sagen, die Natur ist uns jetzt wieder weniger wert als das alltägliche Lebensumfeld der Menschen. Aber wir versuchen, diesen Aspekt wieder mit in die Debatte überhaupt reinzubringen. Und das ist tatsächlich unheimlich schwierig, weil es in Deutschland sozusagen das Thema einfach als erledigt gilt. Großräumiges Entwerfen gibt es nicht. Es ist im Naturschutzgesetz zwar irgendwo steht etwas von einer Neugestaltung nach starken Eingriffen in das Landschaftsbild, aber das Naturschutzgesetz praktiziert das nicht. Es gibt es in Deutschland nicht. In anderen Ländern ist es völlig selbstverständlich. Das, was wir am Fachgebiet entwickeln, ist insbesondere in Frankreich, in den USA, in Belgien völlig selbstverständlich und in den Niederlanden auch. In Deutschland hat man auch aus historischen Gründen mit allem, was sozusagen künstlerisch, entwerferisch versucht, einen Ausgleich zwischen menschlichen Ansprüchen und den gesellschaftlichen Anforderungen an die Natur, an den Schutz der Natur sozusagen zu verhandeln, hat man also solche Wege im Grunde
als nicht möglich ausgeschlossen, weil man dahinter immer so etwas wie ein entweder Größenwahnsinniges oder aber eben absolutistisches sozusagen Projekt vermutet. Ja, wenn man jetzt also sieht, dass wir auf der einen Seite immer wichtiger werden mit diesen Fragen, die sich an uns stellen, und auf der anderen Seite sehen, dass wir eigentlich total uns völlig die Hände gebunden sind oder wie Udo Weilacher das gestern ja gesagt hat, sozusagen mit angezogener Handbremse fahren. Also bei mir stehen auch noch zwei Leute auf der Fußbremse sozusagen drauf, was die Frage einer anderen Form der Energiewende nach dem deutschen Planungsrecht angeht. Dann haben wir eben in der traditionell in Deutschland natürlich die Möglichkeit, nach draußen zu schauen. Also ich komme ja aus dem Norden eher und im Norden hat man dann so nach Holland geschaut oder nach Dänemark, nach Skandinavien geschaut, was die so machen. Und jetzt, seit ich in München bin, in Süddeutschland, habe ich gemerkt, dass die hier immer in die Schweiz schauen. Das hat also offenbar einen Grund, wenn man also jetzt in die Zukunft schauen will, dann sucht man sich kleine Länder raus, die vielleicht schneller oder andere Traditionen haben, die schneller modern sein können. Man sieht aber auch in der Schweiz, wie auch natürlich in den Niederlanden, dass da tatsächlich auch sehr große Ungleichzeitigkeiten auftauchen, die vielleicht für uns auch etwas in unsere Situation durchaus mit im Vorfeld erklären können. Also so die reine Schweizer Lösung, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wir können ja über die Windenergieanlagen jeweils einfach abstimmen lassen. In der Schweiz wird man alle 3 Monate irgendwie zum Plebiszit gerufen und dann, Nachbar will einen Balkon anbauen, ja gut, da wird halt eine Bürgerabstimmung drüber gemacht. Und sowas Ähnliches könnte man sich ja hier auch vorstellen. Also auf der einen Seite ist das sicherlich vorbildlich. Genauso vorbildlich natürlich für mich ist, dass so ein kleines Land offenbar seine ganze Identität und sein Selbstbewusstsein ganz stark auf den Begriff Landschaft bezieht, viel mehr als wir das hier tun, also noch mehr als wir das in Bayern mit unserer Heimatstrategie tun. Ist also offenbar die Schweizer Landschaft etwas ganz, ganz Wesentliches. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, dass die Schweizer Landschaft eben eigentlich gar keine Landschaft mehr ist, sondern genau das ist, was Undine Giesecke vorhin auch in ihrem Vortrag schon beschrieben hatte, nämlich eine verstädterte Landschaft. Also das städtebauliche Porträt der Schweiz zeigt ja, dass es im Grunde alles ein großes städtisches Kontinuum inzwischen ist. Diesen Fragen widmet sich in der Schweiz Stefan Kurath, den ich deswegen, weil er sich nicht nur den Fragen zwischen Stadt, Landschaft, Architektur widmet, sondern eben auch den Fragen der erneuerbaren Energien als sozusagen zukünftigen neuen Player in diesem Spiel der Kräfte widmet, gebeten habe, also hier sozusagen in der Patenschaft, die jeder von uns hier übernehmen konnte, eben den nächsten Vortrag zu liefern. Stefan Kurath ist also Architekt und Urbanist, aber eben auch, also er hat das in Holland studiert und in der Schweiz und er hat aber eben auch an der ETH Zürich in Landschaftsarchitektur zusätzlich noch einen Master absolviert. Er hat dann in Hamburg an der HafenCity-Universität im Fachbereich Stadtplanung 2010 promoviert und er ist seit 2012 Professor für Architektur und Entwurf am Department Architekturgestaltung und Bauingenieurwesen an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur, also die ZHAW. Er leitet seit 2014 zusammen mit Rigola Iseli das Institut Urban Landscape. Das ist der Begriff, mit dem wir alle die Professuren, die sich also in Deutschland mit in diesem Bereich bewegen, auch sozusagen operieren. Ja, die urbanen Landschaften und dieses erforscht und entwirft die Stadt, man muss ja nicht mehr dazu sagen, offenbar die Landschaft des 21. Jahrhunderts. Stefan Kurath ist Autor und Herausgeber zahlreicher Fachbücher, er ist aber zudem auch Teilhaber eines Architekturbüros in Zürich und in Graubünden. In Berufsverbänden und in Medien setzt er sich für eine kritische Praxis in Architektur und Landschaftsarchitektur ein, mit dem Ziel, den heutigen Alltagslandschaften eine neue Kontur zu verleihen. Und damit bewegt er sich also genau in dem Bereich, den ich versucht habe, vorhin schon etwas als in Deutschland stiefmütterlich behandelt oder aufgrund einer hervorragenden, wirklich hervorragend ausgearbeiteten fachlichen Praxis der Bauleitplanung und des Naturschutzes sozusagen an den Rand gedrängten Möglichkeit, Stadt und Landschaft mit erneuerbaren Energien auch neu zu denken, widmet er sich also sozusagen dieser Grauzone und ich freue mich deswegen sehr auf seinen Beitrag. Dankeschön.
grüezi miteinander. Es ist natürlich eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Vielen Dank, Sören Schöbel, auch für die Einführung. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass ich vielleicht gar nicht mehr gerecht werden kann. Ich wurde kurz nervös. Und ich habe aber das Glück, natürlich einen hervorragenden Steilpass bekommen zu haben vom Vorredner über politische Ökologie und von auch Undine Giesecke, über die hat das Thema ein bisschen vorbereitet, vom Ende der Landschaft. Ich komme zum Schluss, dass es Landschaft nicht gibt, gar nie gegeben hat. Ich habe da mal den Versuch gemacht, ich habe mal einen Text geschrieben, der heißt Architektur gibt es nicht. Aus dem Hintergrund weiß ich, dass 50% von Ihnen bereits abgeschaltet hat und finden es ein Tubbel, weil sowas darf man gar nicht diskutieren. Ich finde aber, gerade um die Krise in sämtlichen Planungsdisziplinen zu überwinden, muss man halt auch solche Themen debattieren. Kommen wir zu den zukünftigen Herausforderungen. Wir kennen diese Maßstäbe. Hier oben ist immer auch das Land eingeschrieben. Das ist der Flughafen Kloten. Das ist Oerlikon. Hier hinten irgendwo wäre Zürich. Wir haben hier Lauterach. Da vorne ist der Bodensee, Österreich. Wir sehen also, und das hat Frau Giesecke bereits auch gesagt, wir sind Landschaft. Das heißt eben, dass wir Verkehr sind, wir sind auch die hier wohnen, wir sind die, die die Güter verwenden, die hier transportiert werden, und es sind eben nicht die bösen Einfamilienhausbesitzer, es sind nicht die bösen Autofahrer, sondern wir sind alle Teil von dieser Landschaft, hier noch UK, England, die das provozieren und auch in den letzten 60 Jahren gebildet haben. Wir sind verantwortlich für diese Geschichten, und ich bin der Meinung, dass wir auch in Zukunft verantwortlich sind, hier eben eine Qualifizierung zu lancieren. Und es ist eben auch die Geschichte, die vielfach angesprochen worden sind. Wir haben alle schöne Pläne für diese Regionen gezeichnet, und alles ist anders geworden. Also wir haben auch ein Problem in der Planung, tatsächlich unsere Inhalte da auch raumwirksam durchzubekommen. Der erste Punkt, zukünftige Herausforderung, ist nichts Neues, sagt man schon, hat mir jemand gesagt, das hätten Sie schon in Kassel in den 60er Jahren besprochen, also nichts Neues. Dann die zukünftigen Herausforderungen, in 2056 werde ich zumindest statistisch so aussehen, und die Frage der Überalterung, die Frage der Single-Leben, weniger Familien und so weiter, die uns beschäftigen werden. Natürlich auch Freizeitgewohnheiten, Veränderungen bis hin zu diesen Fragen, die eben auch die Energiewende, erneuerbare Energien hier, Beispiele in der Schweiz, das sind, glaube ich, fast alle Beispiele, die es in der Schweiz gibt. Und aber, und das ist ja das Interessante, in 30 Jahren, zumindest nach Strategie des Bundes, sollten 600 solche Anlagen entstehen. Also was im sonstigen Europa vielleicht schon geschehen ist, ist hier erst ganz, ganz, ganz am Anfang. Smart City, ein Riesentrend, ein Riesenthema. Wenn man die Projekte anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich vor allem wenig mit Architektur, Freiraum zu tun hat, sondern mit Kabeln und WLAN und IT. Und wenn man die Halbwertszeit von IT kennt, dann ist das in 30, 40 Jahren vor allem eins, Technoschrott. Also zu diesen Themen, die ich auch nicht vertieft ausführen möchte. Es geht vor allem darum, Ruhe zu bewahren. Die Zukunft beginnt nämlich jetzt und nicht morgen. Und ich habe da auch ein schönes Beispiel. Aus einem Studienauftrag, steht aber auch ein Studienauftrag in Dübendorf, wo es darum ging, eine neue Tram zu planen, den Straßenquerschnitt zu planen, den Freiraum, den öffentlichen Raum zwischen den Häuserzeilen zu planen, wo in einem Zwischenkolloquium einer aus der Jury, ein emeritierter, bekannter ETH-Professor aufgestanden ist und gesagt, in 20 Jahren haben wir das selbstfahrende Auto, ist also alles Blödsinn, was wir hier diskutieren, da werden die Raumprobleme alle gelöst sein. Er ist aufgestanden, gegangen und hat auch die Jury verlassen. Die Frage ist, warten wir jetzt 20 Jahre, bis das selbstfahrende Auto kommt, verlassen wir uns auf diese Prognose, wo ich sage, das kommt in 80 Jahren, wahrscheinlich kommt es nie in dieser Form.
haben, wie es zumindest von den Verkäufern dieser Autos prolongiert wird. Also schauen wir, dass was heute da ist, was in naher Zukunft auf uns kommt, und fokussieren wir nicht allzu fest auf diese Prognosen oder eben diese Wahrsagereien. Denn, und das beruhigt auch unheimlich, wir arbeiten ja mit Raum, mit räumlichen Strukturen, und die überdauern gesellschaftliche Trends. Das kennen wir aus den Arbeiten von L'Architettura della Città von Aldo Rossi. Hier das Beispiel des Diokletian-Palasts in Split und hier die Überformung ein paar Jahrhunderte später. Dasselbe in Lucca, wer übrigens noch nie da war, ist eine wunderbare Stadt, wunderbares Essen. Hier ein Amphitheater, das eben auch nicht mehr als Amphitheater genutzt wird, sondern mit den Wohnnutzungen, Geschäftsnutzungen überformt worden ist. Die räumliche Struktur ist da, Nutzung verändert in diesen Jahrzehnten und wird sich noch vielfach verändern. Also räumliche Strukturen, und das ist das Schöne für unsere Professionen, für Architektur wie Landschaftsarchitektur und Städtebau, sie überdauern Trends und Nutzungen. Entsprechend werden wir doppelt beruht sein. Das gilt natürlich auch für diese Landschaften. Das ist irgendwo 1940. Liechtenstein gab es damals noch nicht, zumindest nicht in der Landestopographie der Schweiz. Wir sehen hier diese Straßendorfentwicklung, war noch vor der Zeit der Raumplanung, hier an den trockenen Hängen im Übergang vom Berg zum Tal. Hier die meliorierte Landschaft, die trockengelegte Landschaft und hier der korrigierte Rhein. Wenn man hier die Strukturen anschaut, die damals in den 40er Jahren bestanden haben, und schaut, wie sich das dann entwickelt hat, erkennt man auch hier diese Resilienz dieser Strukturen. Hier dieses Zeug, das Austauschbare, das eben auch verändert werden kann, was im Schnitt von 10, 20, 30 Jahren sich verändert, kann eben gesellschaftliche Bedürfnisse aufnehmen und darstellen. Wichtig ist aber, und wir sollten diesen Fokus eben auch auf diese Strukturen stärken, diese resilienten Strukturen, die eben räumlich stark sind, leider allzu oft vergessen gegangen sind in letzter Zeit, aber vielleicht auch die Frage des öffentlichen Raums in der Agglomeration aufnehmen können, ein Riesenmanko. Öffentlicher Raum existiert nicht in dem Sinne in der Agglomeration. Hier ein Text, den ich mit meiner Kollegin Anki Domschke, die auch hier sitzt, dazu verfasst habe, mit Arbeiten der Studierenden. Also in Zukunft, die Herausforderung heißt, an den Raumstrukturen arbeiten, sie überdauern Trends, sie schaffen biografische Bindungen, weil sie über Jahrzehnte bestehen, ist die Großmutter bekannt, verwandt mit diesen Strukturen, wie auch das Kleinkind, sie wissen, wovon sie sprechen, und sie bestärken und sichern eben auch den öffentlichen Raum. Eine Frage, die mich in meiner Forschung sehr stark beschäftigt hat, ist die Wirkung, die Planung entfaltet. Wir haben da unten ganz viele wunderbare Zeichnungen. Ich weiß aus meinem Büroalltag, dass man wahnsinnige viele wunderbare, schöne städtebauliche Planungen und Zeichnen macht, die irgendwann in einem Archiv verschwinden. Die Halbwertszeit von Planung ist wahrscheinlich noch kürzer als von IT-Geschichten. Und hier einfach als Beispiel von Theodor Fischer, Planungssynopse, Sie kennen das viel besser als ich, wo eben Städtebauplanung betrieben worden ist und dann hier auch durchaus andere Dinge geschehen haben, hier mehr als Sinnbild für die Probleme der Problematik der Rückübersetzung von Planung in die Stadtwirklichkeit. Das hat auch damit zu tun, dass das hat mit der Zeit der Aufklärung und der Moderne zu tun, dass sich Disziplinen als gewissermaßen Schöpfer ihres Gegenstandes anschauen. Hier die Hand Gottes, der eben Adam erschafft, und wir kennen auch die Hand von Corbusier, das Zentrum von Paris umgestalten wollte. Das ist auch eben so ein Plan gewesen oder geblieben, der im Archiv verwandelt worden ist. Aber es ist dieser Anspruch, dass Architekten richtige Stadt machen, und nur wenn sie das eben alleine machen. Das ist Corbusier ein älteres Beispiel. Wir haben eben auch durchaus noch diese Attitüde in Architektur und Landschaftsarchitektur, die eben aus der Stärke der Disziplin Vorschläge macht, wie Probleme
der Zersiedlung hier wieder in der Schweiz. Das ist da hinten, wäre der Flughafen Zürich, das unten ist Dübendorf, das ist der ehemalige Militärflughafen, wie eben die Probleme der Zersiedlung gelöst werden kann und wie eben die Mehrbewohner in Zürich untergebracht werden kann. Beides extrem wichtige Themen, aber hier ein Vorschlag, der eben gegen kulturellen Entwurf bringt, das heißt keine gesellschaftlichen Realitäten berücksichtigt. Es ist aber aus Sicht der Architekten eben die richtige Stadt und die Landschaftsarchitekten, das war Studio Vulkan mit Lukas Schweingruber, der hier mitgearbeitet hat, natürlich inhaltlich, formal eine wunderschöne Arbeit. Wie gesagt, es negiert aber sämtliche Parzellenstrukturen, sämtliche planungshoheitlichen Geschichten, sämtliche Eigentumsverhältnisse, sämtliche Fruchtfolgeflächen. Das ist natürlich alles im landwirtschaftlichen Land, wie es zurzeit besteht. Das ist alles leer im Moment. Und eben hier als Beispiel einer Stadt der Architekten und Landschaftsarchitekten, die aber ein Stück weit eben auch eine Architektur ohne Gesellschaft darstellt. Nun, wir kennen das bereits, habe ich angesprochen, von Smart Cities. Das ist so ein Beispiel, hat nichts mehr mit Architektur zu tun, das ist reine Stadtmaschine, in der alles super effizient ist, alles super nachhaltig, obwohl es natürlich in einer Wüste steht und kein Wasser hat und weiß nicht, was alles wahnsinniger Aufwand, hier das zu betreiben, aber das ist eben die Zukunft, wie sie einige Ingenieure und Ingenieurinnen sehen, ist eben die Stadt der Ingenieure und es ist eben auch eine Technologie ohne Architektur. Oder um gerade den Rundumschlag abzuschließen, diese Gott-Vater-Mentalität, in der man glaubt, wenn man von außen irgendwo ein bisschen steuern oder mit Technologie alles lösen oder mit richtiger Stadt alles lösen kann. Hier das Beispiel, das Modell, das dem zugrunde liegt, dass menschliches Handeln eben Raum beeinflusst. Wenn man etwas verändern will, muss man nur ein bisschen steuern, ein bisschen Benzinpreis erhöhen, dann wird alles gut, ohne zu wissen, was dann tatsächlich passiert. Und wenn man Planungswissenschaft betreibt, weiß man, dass ziemlich sicher alles andere geschehen wird, als das, was tatsächlich intendiert ist. Und auch diese Mentalität ein bisschen moderieren und managen löst Probleme. Das ist aber nicht genug. Nur Menschen zusammenbringen schafft noch keine Inhalte und noch weniger Veränderungen. Es ist also diese Stadt der Soziologinnen, Soziologie ohne Raum. Das kommt eben nicht von mir, sondern es kommt als Kritik auch von einer Soziologin selber, von Martina Löw, die in Berlin Professorin ist. Es ist also, und da komme ich auf Bruno Latour, der mich natürlich in meiner Forschungsarbeit stark beeinflusst hat. Es ist eben diese Übereinkunft der Modernen, wo sich seit der natürlich dem Humanismus und der Aufklärung, die verschiedenen Disziplinen ihre Hoheitsgebiete sich zugeschanzt haben. Naturwissenschaftler beschäftigen sich mit Natur, Architekten eben mit Stadt, Landschaftsarchitekten mit der Landschaft und die Soziologen mit den Menschen. Dadurch haben sich so seltsame Erfindungen von Innenwelten gebildet, das nennt man auch Elfenbeinturm, sie sind bekannt und genau das ist vielleicht auch das Problem, die disziplinären Elfenbeintürme. Denn wer die Verbindung zur Außenwelt, also zur Gesellschaft, kappt, verliert an Einfluss und an Wirkungskraft. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ganz viele Architekten und Landschaftsarchitekten finden, nein, wir müssen noch mehr die Stadt der Architekten und Landschaftsarchitekten vertreten, wir müssen noch mehr Pläne zeichnen, wir müssen noch mehr sich nur um Architektur, also die Frage der Autonomie der Architektur, ich weiß nicht, ob das auch in der Landschaftsarchitektur ein Thema ist, zurückgehen. Ich bin aber Meinung, genau dieses Selbstverständnis muss kritisch und grundlegend hinterfragt werden, wie auch die Auseinandersetzung mit der Wirkungskraft des eigenen Tuns muss zwingend stattfinden, weil das zwar ganz, also man hat gesagt, es gäbe wie keine Wissen darüber, warum all das Wissen der Planung nicht in die Wirkung, in die Stadtwirklichkeit übergeht. Da gibt es natürlich ganz viele Forschungsarbeiten zu, nur will sie niemand wahrhaben.
Dann dazu gehört natürlich auch mit dem Selbstverständnis natürlich auch die Frage, was ist das eigentlich? Also was ist dieser Gegenstand, wo wir hier arbeiten? Ist das Landschaft? Und es ist auch eine Bezeichnung der Krise, dass in den letzten 30 Jahren vor allem die Disziplin sich damit auseinandergesetzt hat, wie man das dann wirklich benennen könnte. Es gibt einen Riesendiskurs über Begrifflichkeiten, ob jetzt das eben totale Landschaft, Landschaft 3, Zwischenstadt, durchsiedelte Landschaft, Territorium, was auch immer heißt, ist es periurban, semiurban, semi-periurban, also all diese Kategoriengeschichten diskutiert worden und man hat zunehmend vergessen, sich damit auseinanderzusetzen, was denn da eigentlich wirklich vor sich geht. Und da bin ich mit auch wieder und Ihnen, Isek, einig, die Hinterfragung der Kategorien enorm wichtig. Entsprechend ist natürlich Landschaft auch immer kursiv geschrieben, weil es eben die Kategorie Landschaft meint, die es nicht gibt und auch nie gegeben hat. Es ist eben Landschaft als analytische Kategorie von Generationen von Architekten und Landschaftsarchitekten, die Stadt und gleichzeitig auch alle Nicht-Architekten und Landschaftsarchitekten als Akteure ausgegrenzt hat. Und genau diese Kategorie hat ausgedient. Man müsste dieses Buch schreiben, Landschaft gibt es nicht, Unbestimmtheit als Programm in Landschaftsstruktur und Städtebau. Das gibt es natürlich schon, das heißt einfach Stadt gibt es nicht. Das ist ein wunderbarer Titel, weil man kann alles thematisieren. Tatsächlich haben wir den auch geklaut, und zwar von Michael Hampe, das ist ein Naturphilosoph an der ETH Zürich, der sich eben mit der Philosophie von oder mit der Frage nach der Natur auseinandersetzt. Er hat diesen wunderbaren Artikel in der NZZ geschrieben, die Natur gibt es nicht, und da geht es eben genau um politische Ökologie, dass eben die Ideologie des Begriffs Naturpolitiken verhindert, also ökologische Lösung eigentlich verhindert, indem man den Naturbegriff als Gott gegeben anschaut und dann wie automatisch nichts mehr tun kann und mit einem einzigen Wort, obwohl es ihn nicht gibt, die Natur alles blockieren kann. Auch sehr empfehlenswert diese Auseinandersetzung von vier Philosophen über Natur, die natürlich nicht gleichzeitig gelebt haben. Entsprechend erscheinen sie im Traum, damit sie den Dialog über die Natur und das Ereignis in der Tunguska diskutieren können. Das war so ein Knall, den es gegeben hat, und die Philosophen fragen sich jetzt, warum ist das? Der eine sagt Technologie, der zweite sagt irgendwie sonst was und der dritte sagt, das kann passieren. Einfach so am Rande. Denn, und das ist auch ein Satz, der entlehnt ist, es heißt, Begriffe wie Stadt oder Landschaft dekultivieren Lebensverhältnisse durch Beförderung von Unterscheidungsblindheit, dann wird plötzlich alles Landschaft oder alles Stadt. Die stetige Anrufung trägt weniger zur Bewältigung bei, sie ist vielmehr Ausdruck der Krise. Und da schließen wir wieder, indem wir diese Diskussion über Begrifflichkeiten führen, ist es eben ein Ausdruck von Krise und nicht ein Ausdruck von Beschäftigung mit realem Alltag. Entsprechend der Punkt 5, und Sie werden ganz verwundert feststellen, am Schluss sind es 10 Punkte, wie mein Vorredner auch. Hören wir auf, über Begriffe zu sprechen, sprechen wir von den Dingen selbst. Hier ein Beispiel, Canal du Hinoing, also hier hört die Schweiz auf und Basel, und hier ist Hinoing, hier ist der Flughafen Mulhouse. Und wenn man dieses Chaos, dieses Durcheinander, diese Zersiedlung, dieses schlimme Ding anschaut, dieses Chaos, wo man nichts tun kann, dann, wenn man sich eben mit den Strukturen beschäftigt, mit der Morphologie dieser Strukturen, erkennt man plötzlich Ordnungen, man erkennt räumliche Qualitäten in einem großen Maßstab, 1 zu 25.000, das ist ein Maßstab, das in der Architektur eigentlich gar nicht existiert. Umso wichtiger ist es, dass Architekten und vor allem dann auch Landschaftsarchitekten, die sich eher mit dem beschäftigen, auch kennenlernen. Hier ein zweites Beispiel, das ist Lörrach, da unten wäre die Grenze zu Rien, der Schweiz, auch hier eine auf den ersten Blick sieht es gleich aus wie Canal de Hinoing, es ist einfach ein Durcheinander. Wenn man aber weiterschaut, die Struktur und Morphologie dieses Gebietes anschaut, mit diesen ganz spezifischen Nischen von Landwirtschaftsgebieten in den Hügeln, am Talboden, die Infrastrukturen mit den entsprechenden Siedlungsstrukturen und so weiter, dann sieht man, dass eben diese Strukturen, wenn man sie erkennt und wenn man sie bearbeitet,
Rahmen setzen können für gesellschaftliche Ereignisse, die eintreffen können oder eben auch nicht. Es ist aber wichtig, dass diese Rahmen, diese Strukturform, Gestalt in Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur auch bearbeitet werden, weil sie sind die, die die nächsten 100 Jahre bestehen und nicht das, was dazwischen steht. Es ist aber auch klar, dass wenn man sich mit beispielsweise Wind- oder Solarenergie beschäftigt, dass es diese Strukturen die sind, die vielleicht eine übergeordnete Rahmenbedingungen herstellen können, diese Technologien in der Landschaft zu platzieren und sie eben auch entsprechend der kulturellen Bedingungen zu integrieren. Und das ist das Thema, glaube ich, was vor allem auch Sören Schöbel hier intensiv bearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass wir uns eigentlich, und das matcht sich wunderbar eben mit der Morphologie der Landschaft oder eben dieser Stadtlandschaften, auseinandersetzen, um versuchen zu können, wie man zukünftig all diese veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse unterbringen kann. Das ist eben wichtig, sprechen wir nicht über die, was es ist, sondern sprechen wir über die Realität, über die existierenden räumlichen Eigenarten, welche eben das menschliche beeinflussen, das menschliche Handeln beeinflussen. Umgekehrt natürlich beschäftige ich mich auch in die Frage, warum kann so etwas entstehen? Und ich kann Ihnen versichern, da waren Raumplaner am Werk, da waren Landschaftsarchitekten am Werk, da waren Architekten am Werk. Das ist das Resultat und dann frage ich mich schon, warum wir überhaupt studieren. Und weil mich das eben interessiert, habe ich das auch vertieft erforscht. Hier das Beispiel der Entwicklung dieses Gebiets, natürlich immer parzellenscharf. Der Eigentümer baut sein Ding, schaut auf seine Parzellen, versucht möglichst viele Fremdkörper auszugliedern. Also er spricht nicht mit dem Nachbarn, er spricht schon gar nicht mit den Raumplanern. Er wünscht auch nicht, dass sich die Architekten über die Grenze hinaus Gedanken machen. Die Landschaftsarchitekten, die hier involviert waren und das gemacht haben, haben meistens den Auftrag verloren. Also so funktionieren diese Akteurnetzwerke, die ich hier dargestellt habe, mit den allen Akteuren, die hier involviert waren und all ihren Zielen und Bedürfnissen, die sie vertreten haben. Jetzt aus der interdisziplinären Sicht geht man davon aus, dass es nur den Architekten gibt und der kann alles bestimmen oder den Landschaftsarchitekten. Tatsächlich ist der Architekt und der Landschaftsarchitekt einer von ganz vielen und entsprechend wird es plötzlich wichtig, wie sich diese Person verhält. Und es ist auch klar, dass es genügend von das Zeichnen von schönen Plänen eben nicht genügt in diesen Aushandlungsprozessen, weil wenn man hier schöne Pläne zeichnet, sind sie da hinten bereits wieder vergessen. Das ist der Grund, warum es so aussieht. Sprechen wir also nicht nur von räumlichen, sondern eben auch den gesellschaftlichen Eigenarten, welche die Figurationen von Raum mitbestimmen. Das sind die räumlichen Strukturen, die menschliches Handeln bestimmen. Es sind aber auch das menschliche Handeln, die eben die räumlichen Strukturen bestimmen. Das ist das relationale Raummodell von Martina Löw zusammengefasst. Nun, wie gesagt, wir haben gelernt, dass es spezifische räumliche Eigenarten sind, wie auch spezifische gesellschaftliche Eigenarten. In der Vergangenheit hat man immer das subsumiert unter Zersiedlung oder sieht ja alles gleich aus, identitätslos. Wenn man sich aber wirklich mit diesen Orten beschäftigt, dann ist es voller identitätsstiftenden Elemente, weil die, die hier wohnen, wissen ganz genau, wie sie sind und wo sie sind. Es ist ja nur eine Überlagerung des Architekten, der von außen kommt und dem eine Identitätslosigkeit suggeriert, weil er sich nie damit beschäftigt hat. Es sind also, auch wenn sie ähnlich aussehen, total unterschiedliche, spezifische Geschichten, räumliche wie gesellschaftliche Eigenarten. Gut, wenn jetzt mit der Kategorie Landschaft das nicht mehr zusammengefasst werden kann, weil es eben diesen facettenreich spezifischen Eigenarten nicht mehr gerecht wird, dann ist es die Frage, wie man dann diese Geschichten ordnet, wie man diese Zustände benennen könnte. Und auch hier gibt es einen Vorschlag oder ein Beispiel einer chinesischen Enzyklopädie, die Michel Foucault in die Ordnung der Dinge hervorgehoben hat. Da ist eine alphabetische Reihenfolge: A, Tiere, die dem Kaiser gehören, B, einbalsamierte Tiere, C, gezähmte, D, Milchschweine, E, Sirenen, F, Fabeltiere, G, herrenlose Hunde,
dann in diese Gruppierung Gehörige, also alles andere, die sich wie Tolle gebären, die mit dem ganz feinen Pinsel als Kamelhaar gezeichnet sind, also auch fiktive Geschichten und so weiter. Das ist eine schöne Kategorie. Die den Wasserkrug zerbrochen haben, die von weitem fliegen, aussehen. Also es ist eine wunderbare Gruppierung, Anordnungsprinzip, die eben, und das ist das Erstaunen, dieser Satz hier unten, bei dem Erstaunen über diese Taxonomie erreicht man mit einem Sprung, was in dieser Aufzählung uns als der exotische Zauber eines anderen Denkens bezeichnet wird, die Grenze unseres Denkens, die schiere Unmöglichkeit, das zu denken. Und ich glaube, das ist der Moment, wo wir hinkommen müssen. Wir müssen uns überwinden, eben auch ein anderes Denken und anzueignen, um unseren bisherigen Praxis zu hinterfragen, zu kritisieren, zu bestärken. Es geht nicht um Infragestellung, es geht immer um Bestärkung. Auch hier von Roland Barthes, ein Wörterbuch ist ein vollkommen paradoxer, schwindelerregender Gegenstand, der gleichzeitig strukturiert und unbestimmt ist. Das passt genau auf unsere zuvor gezeigten Bilder, was ihn zu einem hervorragenden Beispiel macht, denn es ist eine unendlich dezentrierte Struktur, da die alphabetische Ordnung, in der es sich arbeitet, kein Zentrum beinhaltet. Also das Zentrum von Stadt ist hier beispielsweise nicht mehr möglich. Entsprechend gibt es auch keine Peripherie mehr. Und das schreibt dann Angelil und Hirschbichler. Hirschbichler ist ein ganz junger Assistent bei Angelil, der Philosophie studiert hat und Architektur, der im Zwischenbereich zwischen Kunst und Architektur arbeitet. Also den müsste man mal einladen, der ist wirklich sehr intelligent. Auf diese Weise werden Relationen zwischen unterschiedlichen Themenfeldern aufgespannt, die sich zu einem denkerischen Kosmos verdichten. Und das Denken ist, glaube ich, etwas, was in unseren Disziplinen wieder Eingang finden muss. Denn freie Assoziationen verbinden sich zu einem wilden und eben produktiven Durcheinander. Entsprechend, wie will man das benennen? Warum benennt man es einfach nicht das, was es ist? Das ist der Autobahnabschnitt von Haag-Trübach, das ist Ems-West, das ist Forst, das ist Quatt und das sind ganz spezifische Realitäten, die eben auch in einem Alphabet von AU bis GW oder XY aufgezeichnet werden kann. Und das hat eben den Vorteil, dass wir uns nicht mehr immer sorgen müssen, darf ich jetzt noch als Architekt da arbeiten oder darf ich als Landschaftsarchitekt jetzt da in die Stadt und umgekehrt. Also es ist ganz einfach, das hier sind ganz unterschiedliche Zustände, die aber dadurch mit ihren kulturellen und gesellschaftlichen Eigenarten miteinander verwandt sind, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Also man kann plötzlich hier arbeiten, man kann auch in einer vermeintlichen Naturlandschaft, die eben, wenn man es richtig anschaut, voller Touristen ist, als Freizeitgebiet anschauen. Man kann aber auch Mailand in Verbindung stellen mit Dübendorf und auch der ländliche Raum beispielsweise wird eine dieser Kategorien, ohne sich jetzt dauernd darum streiten zu müssen, ob das jetzt Landschaft oder das oder das oder das ist. Also überwinden wir den Singular von Landschaft, beschreiben wir die jeweilig facettenreich spezifisch existierenden Zustände, ordnen wir sie in einem ABC-Darium als Vorschlag. So. Das ist besser als einfach eine Kategorie zu brauchen, die nichts mehr taugt. Und das ist eben interessant und ganz wichtig, dass diese Auseinandersetzung mit der städtebaulichen Praxis, die eben eine Praxis der Verknüpfung ist, welche unterschiedliche Zustände hervorbringt, eben verwandt ist mit der Zukunftstechnik, also Entwerfen als Zukunftstechnik, als Kulturtechnik und Zukunftstechnik, welche Zuständen zu verändern mag, wenn sie denn weiß, was hier verknüpft worden ist, kann sie die Verknüpfungen auflösen, justieren, verändern und dadurch eben diesen Qualifizierungsanspruch zu ermöglichen, den Zugang auf die Raumwirklichkeit zu verbessern, wenn wir die gesellschaftlichen wie räumlichen Eigenarten kennen und entwerferisch entwickeln. Das habe ich im Prinzip in meinem Buch zusammengefasst, das eben mit Grenzen und Chancen der Planung in städtebaulicher Praxis beschafft.
Da geht es, ist es ganz wichtig, dass eben Architektur und Landschaftsarchitektur nicht als Erfüllungsgehilfen der Gesellschaft angeschaut wird, sondern als Form von Widerstand gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungsdynamiken. Es ist vielleicht der Advokat der Kulturen, die eben unsere Zustände bestimmen, und der Advokat, der diese Zustände erkennt und auch entsprechend weiterentwickeln kann. Als Beispiel Hartwald, Flughafen Zürich. Hier, das ist die Glattalstadt, die wir auch im Entwurf vom Krokodil gesehen haben. Das ist ein Freizeitgebiet, der natürlich Naherholungsgebiet für diese zusehends zusammenwachsenden Siedlungsflächen dient, der im Moment völlig unstrukturiert ist, landwirtschaftlich genutzt. Also man erkennt diese Entleerung der Kulturlandschaft durch die Maschinisierung, und hier als Erholungsraum ein Stück weit auch sinnentleert wird, und in Zukunft mit der inneren Verdichtung wird dieser Raum an Bedeutung gewinnen. Der Druck der inneren Verdichtung wird natürlich auch in diese Naherholungslandschaft steigen, entsprechend auch die Maßnahmen, die es braucht, diese Eigenarten, die hier alle gleich behandelt sind, durch Landwirtschaft wieder hervorzuholen, eben diese Obsthaine, die hier früher waren, wieder anzusiedeln, hier die einzelstehenden Bäume, großen Bäume in der Landschaft, und hier die Topografie wieder mit Strukturen zu verbinden. Es ist also ein Versuch, hier die Eigenarten kleinräumlich zu erkennen und eben mit entwerferischen Maßnahmen zu qualifizieren, um eine Freizeit- und Naherholungslandschaft für diese zukünftige Glattalstadt zu entwickeln. Also eine Form der kulturellen Erweiterung eines Bestandes. Entwerfen als Kulturtechnik, und das ist die freudige Nachricht, weil das ist das, was wir schon seit Jahrzehnten sicher beherrschen, das Entwerfen ist und bleibt zukunftsfähige Handlungspraxis, um Zustände zu verändern und eben diese Kollektive der unterschiedlichsten Akteure neu zusammenzusetzen. In dieser ganzen Geschichte sind das natürlich auch Zustände. Es sind die historischen Bilder, die wir allzu gerne auch als Rezepte für zukünftige Probleme hervorholen. Tatsächlich in dieser Untersuchung von räumlichen und gesellschaftlichen Eigenarten wird dann klar, dass diese einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Kollektiv entstanden sind und entsprechend nicht einfach reproduziert werden können. Sind wir auch schon beim Punkt ab. VEHADRSO ist Resultat eines kollektiven Experiments im gesellschaftlichen Labor, auch wenn wir das immer wieder vergessen. Historisches und Ideales dient zur Anschauung. Es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben, wo wir Proportion, Ästhetik und so diskutieren und üben können. Es taugt aber eben nicht als Rezept zur Bewältigung heutiger Herausforderungen, weil die damaligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen total anders waren als heute, zumindest in Europa, in China. Wenn ich gestern gesehen habe, ist es vielleicht in diesem Haus. Kommen wir zu dieser Diskussion, die ich auch äußerst spannend finde, diese Kontroverse. Ich nehme an, Sie haben davon gehört, von der Kölner Erklärung, die mit der Aussage, die Stadt zuerst, also dass man Städtebau lehre, und da gehört auch Landschaftsarchitektur und Architektur dazu, wieder Proportion, wieder Raumverhältnisse, wieder die richtige Stadt unterrichtet, weil das die Moderne total ausgeblendet hätte und es zu einem diesem Desaster geführt hätte. Also umso wichtiger jetzt wieder richtige Stadt einzubringen, dass die Kölner Erklärung und die Gegenerklärung, die kurze Zeit später entstanden ist, die von 100% Stadt, die eben sagt, Stadt ist Resultat gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse, und im Unterricht ist es enorm wichtig, dass sich die Studierenden merken, dass sie eben nicht alleine handeln und in Interaktion mit Kollektiven nur etwas bewirken können, und dass das im Vordergrund der Ausbildung stehen könnte. Für mich ist es nicht ein Entweder-Oder, sondern ganz klar ein Zusammen. Es heißt also 100% Stadt zuerst, das wäre die korrekte, zusammengeführte Erklärung. Niemand kann in einen Aushandlungsprozess eintreten, ohne Inhalte mitzubringen. Und niemand kann aber nur mit Inhalten etwas verändern, weil kein Akteur handelt alleine. Also es gehört unbedingt zusammen, die Inhalte von Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau, Proportion, Ästhetik und so weiter mitzunehmen, aber eben nicht der Gesellschaft aufzudoktrieren, sondern in den Aushandlungsprozessen einzubringen und zu vertreten. Denn diese
Zustände und diese Zustände zu verändern, bedeutet eben, dass die Arbeit an diesen Geschichten hier ein kollektives Experiment im gesellschaftlichen Labor ist, in welcher jede Akteurin und jeder Akteur ihre spezifischen Interessen einbringt und vertritt. Das haben wir in der Vergangenheit leider etwas verpasst. Um als Landschaftsarchitekten etwas zu verändern, muss es gelingen, Allianzen zu bilden, die Handlungsketten zu verlängern. Es genügt nicht, das einfach Verwaltungen zu delegieren und sagen, jetzt schaut mal, dass es umgesetzt wird. Das hat die Geschichte gezeigt, das funktioniert nicht. Und das funktioniert eben auch nicht, wenn man hinsteht und sagt, ich weiß es besser, ihr habt alle keine Ahnung. Es braucht eben Diplomatie, es braucht eben Innovation, es braucht Überzeugungskraft und es braucht aber Revisionsfähigkeit. Ich glaube, wenn es gelingt, aus den unterschiedlichen Interessen trotzdem Strukturform und Gestalt herzubringen, ist es die größere Leistung, als wenn man hinsteht und sagt, entweder ihr nehmt das oder ihr vergesst es. Einfach das hier als wichtiger Punkt. Wir brauchen eine andere Umgangsform als Disziplin, weil wir nicht alleine handeln können. Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist eben aus einem Zusammenspiel von Quartierbewohnern entstanden. Also die Initiative hier an einem viel befahrenen Ort in Zürich etwas zu verhindern, kam aus dem Quartierverein. Im Quartierverein war ein Landschaftsarchitekt dabei, der hat das mitinitiiert, der hat es geschafft, in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Zürich hier eine Verkehrsberuhigung hinzubringen von 50 Stundenkilometer auf eine Begegnungszone von 20, der eben hier eine Fläche herausgebracht hat, indem es wöchentlich einen Flohmarkt gibt, genau, und die Möglichkeit eben durch niederschwellige Maßnahmen einen belebenden Freiraum zu schaffen, der unterschiedlichst angeeignet werden kann. Oder hier ein anderes Beispiel, in dem eben jemand, in diesem Fall Thomas Hasler, ein Architekt, der mit seiner Partnerin Astrid Staufer an der TU Wien Architektur unterrichtet, die in ihrem Heimatstadt Frauenfeld diese Brache entdeckt haben zwischen Industrie-, Gewerbegebiet, Wohngebiet und Militärgebiet und den Vorstoß gemacht haben vor dem Stadtrat, hier doch einen Freizeit-Erholungspark mit Renaturierung zu schaffen, mit Infrastrukturen für die Öffentlichkeit. Also hier eine Initiative aus der Entwerferischen Gilde in Zusammenarbeit dann auch mit natürlich Landschaftsarchitekten, Naturwissenschaften, Ökologen und auch Jürg Konzett, der diese Brücken entworfen hat. Und es ist eben wichtig, dass wir diese Passivität der letzten Jahrzehnte überwinden, dass wir aufhören, nur noch im Büro Pläne zu zeichnen und zu hoffen und zu glauben, dass irgendwer sich diesen erwarmt, um sie auch umzusetzen. Das funktioniert, wie gesagt, nicht. Warten wir nicht ab, bis andere etwas tun, und tun wir es selber. Delegieren wir es nicht weiterhin an die Politik, soll doch die Verwaltungen oder die Vereine sollen doch, die Gesellschaft doch, immer sollen die anderen es tun, beginnen wir selber zu handeln, setzen wir selber uns ein für Qualifizierungsmaßnahmen, für Wettbewerbe, für Aufträge und so weiter. Setzen wir uns ein, dass eben unsere Inhalte in die Stadtwirklichkeit übergehen. Sie sehen, ich bin beim Punkt 10, da kommt der Höhepunkt. Entsprechend braucht es die politische Landschaftsarchitektin, und es ist klar, dass die männliche Form hier mit gemeint ist. Politik hier eben auch verstanden, nicht als das Politikverständnis der Moderne, die eben besagt, dass man für unterschiedliche Alternativen zu kämpfen hat, sondern eine amodernes Politikverständnis, das eben besagt, dass man gemeinsam mit den unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten an der Welt arbeiten soll, denn es gibt nur eine. Vielen Dank.